Hallo, willkommen bei Pain Supply. Ich habe euch hier mal ein paar HP-Flaschen aufgebaut und werde euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Erstmal stelle ich sie euch alle vor. Das hier ist die Standardflasche für den Einsteiger. Aluminium, 0,8 Liter, 200 Bar. Man kriegt nicht besonders viele Bälle raus, aber dafür ist sie relativ günstig. Ihre nächstgrößere Schwester, ebenfalls Aluminium, ebenfalls 200 Bar. 1,1 Liter, man kriegt schon ein paar mehr Bälle raus. Die beiden Flaschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar günstig sind, aber auch relativ schwer. Kommen wir jetzt zur Composite-Familie. Angefangen mit der 08er Flasche, Composite 300 Bar. So die Flasche für den Turnierspieler, relativ klein, schön kurz, schön leicht, aber doch beachtlich viele Bälle drin. Man kann so sagen, so etwa 700-800 Bälle kriegt man damit auf jeden Fall raus. Die nächste Flasche, die 1,1 Liter 300 Bar Composite-Flasche, das ist sicherlich die Standardflasche, sowohl für Turnierspieler als auch für Woodland-Spieler. Viele Bälle, leicht, nicht zu groß, sehr angenehm zum Spielen. Und dann zwei sicherlich ausgesprochene Woodland-Flaschen, die 1,5 Liter und die 2 Liter Composite-Flasche. Sehr leicht und einfach wahnsinnig viel Luft. So, kommen wir mal zu zwei Flaschen, die ich euch ein bisschen genauer vorstellen will. Das ist einmal, wir hatten es eben schon, die 0,8 Liter Aluminiumflasche, 200 Bar. Ist ein Aluminiumkern, wie sich das eben schon so schön sagte. Relativ schwer, die Flasche wiegt ungefähr 1400 Gramm. Das ist also fast 1,5 Kilo, ist schon mal, da hat man was in der Hand. Hat in dem Fall einen langen Regulator obendrauf. Hier ist der Füllnippel, da schließt man nachher den Füllschlauch an, damit man die Flasche befüllen kann. Wir haben hier die beiden Berstscheiben, damit, falls Überdruck entsteht, Sicherheit gewährleistet ist und nicht irgendwie die Flasche kaputt geht, sondern hier die beiden Berstscheiben kommen. Und man hat das sogenannte Manometer, die Füllstandsanzeige, worüber man sieht, wie viel Luft man noch drin hat. Solche Aluminiumflaschen haben eigentlich eine unbegrenzte Haltbarzeit. Sie müssten allerdings alle 10 Jahre nachgetüft werden. Sprich, nach 10 Jahren läuft der sogenannte TÜV ab und dann müsste man diese nachtüffen. Kostet 39,90 Euro, zumindest in unserem Falle. Eine neue Flasche kostet ungefähr 40 bis 50 Euro oder irgendwas zwischen 40 und 60 Euro, sagen wir es mal lieber so. Deswegen macht das eigentlich keiner. Könnte man aber rein theoretisch machen, wie gesagt, wird aber in dem Fall nicht gemacht. Diese Flasche hier jetzt im Speziellen ist 4/2012 gebaut worden, sprich das erste Mal TÜVen. Müsste ich diese Flasche 4/2022. In der Regel hat man die Flasche nicht so lange, beziehungsweise dann ist sie so kaputt, dass man sich eben, wie gesagt, eine neue kauft. Ganz wichtig, in Deutschland ist das sogenannte Pi-Zeichen mit der Prüfnummer dahinter. Das zeichnet die Flasche als eine legale, geprüfte Flasche aus, sodass da auch Sicherheit herrscht und wir uns auf die Füllangaben und alles eben verlassen können. Wie gesagt, eine der Standardflaschen im Einsteigerbereich. Und ja, kommen wir zu der zweiten Standardflasche. Das wäre die 1,1 Liter Kompositflasche, 300 Bar. Relativ leicht für ihre Größe und für das, was man mit der Flasche machen kann. Die wiegt ungefähr 1,1 Kilo, also nur ganz knapp über einem Kilogramm drüber. Man kriegt damit aber so roundabout 1200 Bälle aus einem normalen Durchschnittsmarkierer raus. Bei der 0,8 Liter Flasche sind das etwa so 400 bis 600. Da liegt also doch ein deutlicher Unterschied. Auch hier wieder der Füllnippel, die beiden Berstscheiben und das Manometer, damit man weiß, wie voll die Flasche noch ist. Hier ist das mit dem TÜV ein bisschen was anderes. Diese Flasche ist im spezifischen Falle 8/2012 gebaut worden. Kompositflaschen haben eine begrenzte Lebensdauer, und zwar deutlich begrenzt. Die liegt bei 15 Jahren und sie müssen spätestens alle 5 Jahre wieder zum TÜV geschickt werden. Was wird beim TÜV in diesem Falle gemacht? Der Regulator wird runtergedreht, die Flasche wird unter Druck gesetzt, unter deutlich überhöhten Druck, damit man gewährleisten kann, dass der Kompositkörper eben noch haltbar ist. Dann wird das Ding wieder draufgedreht, die kriegt hier eine neue Kennzeichnung, dass dann eben wieder weitere 5 Jahre TÜV gelten. Wie gesagt, eine Lebenshaltbarkeitsdauer von 15 Jahren. Man kann sie also zweimal nachtüffen lassen. Solche Flaschen kosten etwa um die 160 bis 180 Euro, sind also deutlich teurer, aber wie gesagt, deutlich leichter. Man hat deutlich mehr Luft und ja, das Spielen damit macht einfach ein bisschen mehr Spaß, weil man eben nicht den Riesenklotz am Bein hat, sondern eben und vor allem nicht ständig Luft holen muss. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ für euch und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.